Stell dir vor, du gehst mit deiner oder deinem Liebsten gut essen. Teures Restaurant. Ihr beide habt euch so richtig rausgeputzt und freut euch auf einen tollen Abend. Doch dann schmeckt das Essen nicht. Der Spargel ist bitter, das Steak ist noch roh und im Salat sitzt eine Schnecke. Was ist, wenn das Essen quasi ungenießbar ist? Welche Rechte habt ihr und müsst ihr das Essen dann auch bezahlen? Die Antworten gibt's nach dem Intro. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Lust auf Rechtsthemen habt, dann lohnt sich hier ein Abo auf jeden Fall. Ja, das ist nun wirklich keine schöne Situation. Das Ambiente passt und alles spricht für einen traumhaften Abend, bis das Essen serviert wird. Das Essen hat qualitative Mängel. Es ist zum Beispiel verbrannt, versalzen oder gar noch roh. Doch was nun? Am besten frag einen Juristen oder schau mehr Videos von mir an. Denn auch hier hilft das Gesetz. Das bestellte Essen ist schlussendlich ein vom Restaurant hergestelltes Werk. Du hast also formal juristisch einen Werkvertrag geschlossen. Und wenn das Werk, also das Essen, mangelhaft ist, dann hält das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, mit § 634 die passende Vorschrift bereit. Und dort heißt es auszugsweise: Ist das Werk, in eurem Fall das Essen, mangelhaft, dann kann der Besteller, also ihr, Nacherfüllung verlangen. Den Mangel selbst beseitigen und den Ersatz der dafür erforderlichen Aufwendungen verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Wichtig ist also, dass man dem Kellner sofort Bescheid gibt und nicht erst beim Bezahlen, denn der Wirt muss die Chance haben, nachzubessern oder ein neues Gericht zu bringen. Dafür hat er im Übrigen 10 bis 15 Minuten Zeit. Sollte der zweite Anlauf ebenfalls nicht schmecken oder zu lang dauern, dann muss man auch nichts bezahlen, denn den Mangel selbst beseitigen dürfte in aller Regel ausfallen oder gar unmöglich sein, denn die Küche ist für euch ja nicht zugänglich. Der Geschmack bei dem Gericht ist dabei auch erstmal zweitrangig, denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Am fehlenden oder unguten Geschmack wird man nur in Ausnahmefällen einen Mangel festmachen können. Solltest du also ein Gericht bestellen, was nur nicht deinen geschmacklichen Erwartungen entspricht, dann hast du keine Gewährleistungsrechte. Wichtig ist also einzig die objektive Qualität des Essens. Wenn der Service schlecht ist und auch das Essen nicht wirklich gut schmeckt, kann man durchaus mit dem Wirt einen Preisnachlass aushandeln, aber darauf muss der Wirt nicht eingehen. Auch pauschale Beschwerden haben keinen Sinn. Die Kritik muss klar sein. Ratsam ist es hierbei sicherlich, die Kritik freundlich und auch in der Ich-Form zu formulieren. Also nicht, das Essen ist bitter, sondern ich finde das Essen zu bitter. Das sorgt in aller Regel dann auch für Verständnis und auch für Abhilfe. Fazit. Du musst für schlechtes Essen unter Umständen nichts bezahlen. Aber sag dem Kellner sofort Bescheid und quäl dich nicht weiter mit schlechtem Essen. Schließlich geht es darum, einen tollen Abend zu haben, beziehungsweise diesen noch zu retten. Hat dir der Beitrag gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn du noch mehr Content wie diesen willst, dann haben wir hier das nächste spannende Video für dich. Check auch unbedingt unsere anderen Kanäle aus, die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Bleib rechtssicher und gesund, bis zum nächsten Video dann, tschüss, bis bald.